Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde und Mitstreitende, verehrte Gäste, herzlich willkommen beim Europaparteitag der Linken. Wir tagen hier in Hamburg, der Stadt, von der es heißt, sie habe mehr Brücken als Venedig. Eine Stadt, die geprägt ist vom Hafen, vom Handel, vom enormen privaten Reichtum einerseits und Arbeitskämpfen andererseits. Und nicht zu vergessen den FC St. Pauli. Viel Glück beim Spiel heute. Hamburg ist jedoch auch eine Stadt des kreativen und lebendigen Protestes. Die Flüchtlingsproteste sind ein Beispiel dafür. Danke, dass ihr da wart. Ich möchte drei weitere Beispiele aus jüngster Vergangenheit hier benennen. In Hamburg setzt im letzten Jahr ein breites Bündnis ein Volksentscheid zur Rekommunalisierung der Energienetze durch. Dieser Volksentscheid fand am selben Tag wie die Bundestagswahlen statt. Nun habe ich nicht nachgezählt, aber Leute aus Hamburg haben mir erzählt, die SPD hat wahrscheinlich mehr Plakate gegen den Volksentscheid geklebt als für sich selber zu den Bundestagswahlen. Und trotzdem stimmt am Ende eine Mehrheit der Hamburger für eine Rekommunalisierung der Energienetze und dafür, dass Vattenfall der Stecker gezogen wird. Das war ein Riesenerfolg. Herzlichen Glückwunsch, Hamburg! Altona blockt. So heißt die Plattform der mutigen Jobcenter-Mitarbeiterin Inge Hannemann, die über die Erfahrung mit dem Hartz-IV-Sanktionssystem berichtete. Für ihr klares Bekenntnis zur Sanktionsfreiheit wurde sie beruflich vom Jobcenter quasi kaltgestellt. Doch Inge ließ das nicht verstummen. Stattdessen hat sie gemeinsam mit vielen anderen Aktiven die erfolgreiche Massenpetition für die Abschaffung der Hartz-IV-Sanktionen initiiert. Und liebe Inge, ich freue mich ganz besonders, dass du dich entschieden hast, in Hamburg-Altona zu den Bezirkswahlen für die Linke anzutreten. Das wird ein super Wahlkampf mit dir. Besonders viel Aufmerksamkeit bundesweit haben in jüngster Zeit die Proteste gegen die sogenannten Gefahrenzonen erregt. Die Ausrufung dieser Gefahrenzone hatte zur Folge, dass tagelang die Polizei Menschen einfach so kontrollierte, ohne Anlass. Dabei kam es zu Schikanen. Anwohnerinnen und Anwohner wurden tagelang kontrolliert. Und wie reagierte die Hamburger Zivilgesellschaft? Mit Witz und Kreativität. Ein junger Mann steckte sich beispielsweise, um den Überwachungswahn einen Spiegel vorzuhalten, eine Klobürste in die hintere Hosentasche. Und tatsächlich waren dann abends im Fernsehen Bilder zu sehen, wie ein Unbekannter mit erhobenen Händen dastand und ein Polizist in voller Montur ihm die Klobürste aus der Hosentasche zog. Mit diesen Bildern hatte sich der Hamburger Sicherheitswahn selbst der Lächerlichkeit preisgegeben. Und ich finde, das ist ein schönes Zeichen. Ja, Witz und Humor können eine Antwort sein. Es ist ein Erfolg dieser Proteste, dass die Gefahrenzonen zurückgenommen wurden. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben nun eine Regierung mit dem Beinamen die Große. Groß meint hier aber vor allen Dingen, dass sie viele Sitze im Bundestag haben und leider auch viele Minuten Redezeit, was die Debatten nicht wirklich spannender macht. Man munkelt ja, dass der Koffeinbedarf während Bundestagsdebatten inzwischen zugenommen hat. Die langen Phasen des Selbstlobes sind einfach zu ermüdend. Schauen wir uns jedoch die Inhalte dieser Regierung an. So kann von großer Qualität wahrlich nicht die Rede sein. Ich finde, Ihr Koalitionsvertrag liest sich eher wie ein langes Register von Unterlassungssünden. Eine couragierte Bankenregulierung, Fehlanzeige, mehr Steuergerechtigkeit, mehr Umverteilung von den Millionären zur Mitte, Fehlanzeige. Dabei war das ein ganz zentrales Versprechen der SPD im Wahlkampf. Verbesserung für die vielen Menschen, die auf Hartz IV angewiesen sind. Fehlanzeige. Abschaffung der sachgrundlosen Befristung bei Arbeitsverträgen. Fehlanzeige. Einsatz für die dringend notwendige Energiewende, die unsere Abhängigkeit von Atomstrom und Kohle beenden soll. Fehlanzeige. Ganz im Gegenteil, die Energiewende wird ausgebremst.
Gabriels Plan sieht vor, das Ausbautempo deutlich zu reduzieren. Ende der Zweiklassenmedizin, Einführung einer solidarischen Bürgerversicherung, Fehlanzeige. Kurzum, diese Koalition hat sich einfach nichts vorgenommen. Sie tut nichts, wenn es um die großen gesellschaftlichen Herausforderungen geht. Sie tut nichts für Klimagerechtigkeit. Sie tut nichts gegen das Auseinanderklaffen der Schere zwischen Arm und Reich. Und ich sage, zum Glück gibt es mit der Linken eine Partei, die im Bundestag klar die Missstände benennt und die wirklich an die wirklich wichtigen Aufgaben erinnert. Das sind wir, die Linke. Zum Glück gibt es mit uns eine Partei, die eintritt für Umverteilung von den Millionären zur Mitte, ja, vom privaten Reichtum zur öffentlichen Hand. Die öffentlichen Kassen brauchen einfach mehr Geld für die dringend notwendigen Aufgaben, wie die Bereitstellung von guten Kita-Plätzen und barrierefreiem Bus- und Bahnverkehr. Es gibt übrigens zwei öffentliche Hände. Die eine, von der ich gerade sprach und die man immer wieder auffordert zu sparen. Und die andere, die gerade im Bundestag vorhat, mal wieder so kräftig in die Kassen zu greifen, um sich selbst die Bezüge zu erhöhen. Ich meine, das muss man sich mal vergegenwärtigen. Da haben CDU und SPD ein Vierteljahr lang die Arbeit im Parlament quasi blockiert. Dann startet die CSU eine rassistische Hetzkampagne gegen Bulgaren und Rumänen. Und das Erste, was sie zusammen in die Reihe bringen wollen, das ist eine kräftige Diätenerhöhung. Ich finde, das ist verdammt schamlos. Wir hingegen, wir setzen diese Regierung von links unter Druck. Und dabei lassen wir uns nicht von ihrer zahlenmäßigen Übermacht beeindrucken. Wir suchen uns einfach Bündnispartner. Und ich finde, auch außerhalb der Parlamente, denn angesichts ihrer miserablen Politik hat diese Regierung nicht nur eine gute Opposition im Parlament verdient, sondern auch außerhalb des Parlaments, in den Straßen, auf den Plätzen und in der Gesellschaft. Vor allem aber erschreckt mich die Außenpolitik dieser Regierung. Im Koalitionsvertrag der Vorgängerregierung, also unter Schwarz-Gelb, war immerhin noch von einer Kultur der militärischen Zurückhaltung die Rede. Ein solches Bekenntnis sucht man im aktuellen Koalitionsvertrag vergeblich. Und sehr schnell wurde klar, dass diese Leerstelle eben kein Versehen war. Die ersten 100 Tage sind noch nicht einmal vorbei, und schon hat diese Regierung außenpolitisch ihr wahres Gesicht gezeigt. Nun haben wir mit Ursula von der Leyen zum ersten Mal in diesem Land eine Verteidigungsministerin. Als ihre Ernennung bekannt wurde, gab es eine Welle der Kritik, an der wir uns aus gutem Grund nicht beteiligt haben. Man muss nicht gedient haben, um in diesem Bereich gute Arbeit zu leisten. Frau auch nicht. Und ich gebe ja zu, die Vorstellung, dass den an militärische Männlichkeit gewöhnten Generälen jetzt eine Frau als oberste Befehlshaberin gegenübersteht, hat bei mir auch ein Schmunzeln zur Folge gehabt. Für uns gibt es einen anderen Maßstab, nach dem wir eine Verteidigungsministerin genauso wie ein Verteidigungsminister messen. Und der lautet: Schickt sie Soldatinnen und Soldaten in neue Kriege oder holt sie die Männer und Frauen zurück zu ihren Familien? Das verstehen wir als Linke unter Familiengerechtigkeit. Leider versteht Ursula von der Leyen darunter offensichtlich etwas anderes. Schon kurz nach ihrer Ernennung rief sie nach mehr militärischem Engagement. Außenminister Steinmeier, Klammer auf SPD, Klammer zu, stieß in dasselbe Horn, als er verkündete, Deutschland sei zu groß, um die Weltpolitik nur zu kommentieren. Und Bundespräsident Gauck setzte noch eins drauf und forderte auf der Münchner Konferenz, Deutschland solle sich früher, entschiedener und substanzieller einbringen. Diese Begriffe sind sehr sorgfältig gewählt. Wisst ihr, da ist nie von Krieg die Rede. Da reden sie von Engagement, von Verantwortung. Am Ende läuft es auf Kriegseinsätze hinaus. Und diese rhetorischen Offensiven, von Gauck bis Steinmeier, sie kommen so abwägend daher und sie sind doch so klar im Kalkül.
Hier soll der Boden bereitet werden für eine Militarisierung der deutschen Außenpolitik. Und, liebe Genossen, es ist unsere Aufgabe, da klar dagegen zu halten. Die Großmächte dieser Welt kämpfen nicht in erster Linie für den Frieden. Sie kämpfen natürlich egoistisch für ihre geostrategischen Interessen. Wir hingegen, wir nennen die Dinge klar beim Namen. Tote sind Tote und keine Gefallenen. Das Militär ist nicht die Heilsarmee. Und auch wenn nun Wickeltische und Spielecken in der Truppe einziehen sollen, ein Kriegseinsatz ist nun mal ein Kriegseinsatz und eben kein Familienausflug. Angesichts von Gauks Rede habe ich mir noch mal den Dokumentarfilm Es begann mit einer Lüge zum Jugoslawienkrieg angesehen. Darin wird aufgearbeitet, wie mit manipulierten Darstellungen die Stimmung angeheizt wurde. Und Jugoslawien ist nur ein Beispiel für eine öffentliche Stimmungsmache, die am Ende darauf hinausläuft, dass ein Kriegseinsatz unverzichtbar erscheint. Und schon allein, weil wir um diese Mechanismen wissen, sind wir überzeugt, es braucht wenigstens eine Fraktion, die sich gegen solche Stimmungsmache immunisiert und stattdessen immer wieder hinterfragt, was die wirklichen Ursachen sind, wie Konflikte anders als mit Waffen zu lösen sind und das verlässlich. Und das sind wir, die Linke. Auch bei den aktuellen Konflikten lässt sich beobachten, wie militärische Interventionen sehr schnell die Gewaltspirale weiterdrehen, statt sie zu stoppen. In Zentralafrika wurden die französischen Truppen aufgestockt, um die muslimischen Milizen zu entwaffnen. Nun ist Entwaffnung an sich ein gutes Ziel, aber sie funktioniert nicht mit Gewalt und nicht einseitig. Nach der Entwaffnung der muslimischen Milizen wurden andere, nämlich die christlichen Milizen, ermutigt, nun auf Muslime loszugehen. Die Folge des französischen Einsatzes ist nun, dass die Muslime um ihr Leben fürchten müssen. Wisst ihr, die Befürworter von Militäreinsätzen versuchen, unsere Haltung zu denunzieren. Sie sei weltfremd und sei egal, was auf der Welt passiert. Der Antimilitarismus sei unsolidarisch gegenüber der internationalen Staatengemeinschaft. Und dem ist zu entwidern. Erstens, gerade weil uns Not und Elend in dieser Welt eben nicht egal sind, kämpfen wir unermüdlich für mehr Entwicklungszusammenarbeit und für eine andere Weltwirtschaftsordnung. Wir wissen, rund ein Dreißigstel der Gelder, die jedes Jahr ins Militär fließen, würden ausreichen, um den schlimmsten Hunger zu bekämpfen und damit die Ursachen von Gewalt gänzlich zurückzudrängen. Zweitens. Wir stehen für eine weltweite Geltung der Menschenrechte, insbesondere der sozialen Menschenrechte. Wir wollen, dass internationale Gerichte über ihre Einhaltung wachen und auch Unternehmen und Staaten zur Rechenschaft ziehen können. Aber für all dies ist die Anwendung von militärischer Gewalt kontraproduktiv. Und drittens, jede Waffe, die in ein Krisengebiet exportiert wird, heizt Konflikte an. Die höchste Form internationaler Verantwortung ist deswegen ein sofortiger Stopp von Rüstungsexporten. Das ist unsere Vorstellung von internationaler Verantwortung. Und ja, wir wollen, dass die Bundesrepublik ein verlässlicher Partner ist. Verlässlich, wenn es darum geht, die Anwendung von militärischer Gewalt aus der internationalen Gemeinschaft zu verbannen. Dafür steht die Linke. Liebe Genossinnen und Genossen, die Krisenherde auf der Welt sind ein zentraler Grund für Not und Elend. Viele Menschen sind gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Für manche endet diese Flucht tödlich. Es gibt Leute, die schlagen sich bis nach Nordafrika durch in der Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa. Sie kommen dann dem Kontinent an, auf dem einst die Ideen von Aufklärung und Toleranz mitentwickelt wurde. Was sie aber dann erleben, hat mit Toleranz und Aufklärung wenig zu tun. Sie prallen an das Grenzregime der EU-Außengrenze. Sie werden von gut ausgerüsteten Polizeibooten auf die afrikanische Seite des Mittelmeers abgedrängt.
Oder sie kommen in eins der großen Lager, wo sie unter katastrophalen Bedingungen einfach warten müssen auf ihre Rückführung. Der Kontinent, der nach den großen Katastrophen des letzten Jahrhunderts eigentlich den Schluss gezogen hat, dass es ein Asylrecht braucht für die Menschen in Not, schottet sich von der Welt ab. Und nach einem Passus im daran etwas zu ändern, sucht man im Koalitionsvertrag vergebens. Das ist doch unglaublich. Das Mittelmeer wird zum Massenfriedhof. Und diese Regierung will nichts daran tun. Das ist weder christlich noch sozialdemokratisch. Das ist wohlstandschauvinistisch. Wenn es Flüchtlinge dann in eins der EU-Länder geschafft haben, ist ihre Tortur noch nicht beendet. Wir haben gerade einen sehr redenden Bericht davon bekommen. Es droht Abschiebung. Wir aber wissen, hinter jeder Abschiebung, hinter jeder untersagten Duldung stecken menschliche Schicksale. Schicksale wie das einer jungen Familie, die mich in Dresden besuchte. Sie stammt aus der Ukraine, kam einfach zum Studium nach Dresden. Er kommt aus Pakistan, lebt seit 14 Jahren unter Duldung in Deutschland. Eine Rückkehr nach Pakistan bedeutet für ihn Gefahr für Leib und Leben. Pakistan kommt es nämlich immer wieder zu willkürlichen Verhaftungen und Foltern von Systemkritikern. Beide lernten sich in Dresden kennen und lieben. Sie haben jetzt 3 Kinder. Das Kleinste hat gerade laufen gelernt. Das Größte geht schon zur Schule. Da ihm wichtige Papiere fehlen, können sie beide nicht heiraten. Und sie sagt, allein könnte ich zurück in die Ukraine. Aber für meinen Mann wird es verdammt schwer. Aufgrund seiner dunklen Hautfarbe wird er bei uns nie akzeptiert werden. Dafür ist der Rassismus gegen dunkelhäutige Menschen aus Asien zu groß in der Ukraine. Übrigens, sie leben jetzt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zu fünft. Er hat inzwischen eine vorübergehende Arbeitserlaubnis als Koch. Davon lebt die Familie mehr schlecht als recht. Vor einigen Jahren, da hatten sie schon 2 Kinder, wollten die deutschen Behörden ihn abschieben. Nachts um 3 haben sie ihn aus dem Bett gezerrt und wollten ihn in ein Flugzeug setzen. Zum Glück konnte die Abschiebung im letzten Moment gestoppt werden. Aber die Angst, wieder nachts rausgezerrt zu werden, sitzt tief und lässt ihn oft aufschrecken. Und immer wieder sagte die junge Frau im Gespräch, was haben wir denn verbrochen? Wir wollen doch nur als Familie zusammenleben. Wir wollen doch nur als Familie zusammenleben und wissen, dass wir nicht wieder plötzlich auseinandergerissen werden. Die deutsche Behördenpraxis steht dieser schlichten Bitte einfach entgegen. Sie müssen sich weiter von Duldungsverlängerung zu Duldungsverlängerung hangeln. Und ich muss euch sagen, mich hat das Gespräch mit dieser Familie echt mitgenommen. Und dann habe ich gemerkt, wie mein Mitgefühl für sie sich umwandelt in Wut. Wut darüber, dass so etwas in Deutschland möglich ist. Und das hat mich darin bestärkt, wir brauchen einen Stopp von Abschiebungen. Kettenduldung wollen wir zugunsten von gesicherten Aufenthaltsrechten beenden. Und wir brauchen eine menschlichere Flüchtlingspolitik in der EU-Außengrenze wie in Europa, denn kein Mensch ist illegal. Liebe Genossinnen und Genossen, gelegentlich gibt es ja unter uns Diskussionen darüber, auf welcher Ebene wir verstärkt den Fokus legen sollen, Bund oder Kommune, oder darüber, wo mehr zu bewirken ist, in Brüssel oder im Bund. Ich finde, dieser Streit ist ein wohlfeiler Streit. Fakt ist doch, wir müssen die Kämpfe dort führen, wo sie anstehen. Und Fakt ist auch, wir haben überall Erfolge aufzuweisen. Im EU-Parlament ist es zum Beispiel unserem Wirken zu verdanken, dass die Lenkzeiten von selbstständigen Fernfahrern nicht ins Unermessliche gestiegen sind. Das zeigt, links wirkt, auch im Europäischen Parlament. Im Bundestag hätte es ohne uns keine Aufklärung über dunkle Machenschaften der Rüstungslobbys gegeben. Und auch auf kommunaler Ebene finden sich viele Beispiele dafür, links wirkt. Ich will nur 3 nennen. In Berlin-Lichtenberg haben wir bereits 2005 den ersten Bürgerhaushalt in einer deutschen Großstadt durchgesetzt. Das war ein klarer Erfolg für mehr direkte Demokratie.
Die Marburger Linken forderten die kostenlose ÖPNV-Nutzung für Stadtpassinhabende. In Reaktion darauf haben SPD und Grüne immerhin den Zuschuss für die Monatskarte im Stadtgebiet erhöht. Das ist doch ein klarer Erfolg für mehr Mobilität für Ärmere. In Bonn wurde auf unsere Initiative beschlossen, dass die Stadt Dächer von kommunalen Liegenschaften zur Verfügung stellt für Bürgersolaranlagen. Bürgerinnen können so im Verbund mit anderen in die Energiewende investieren. Das war doch ein klarer Erfolg für den ökologischen Fortschritt. Also halten wir mal fest, egal ob Brüssel, Berlin oder in der Kommune, wir als Linke machen den Unterschied. Und ich finde, auch angesichts der anstehenden Kommunalwahlen sollten wir mal häufiger über unsere Erfolge reden. Ich finde, wir haben da einiges aufzuweisen. Liebe Genossinnen und Genossen, wir verabschieden heute unser Europawahlprogramm. Doch bevor wir uns mit der Zukunft Europas beschäftigen, möchte ich euch gerne auf einen historischen Exkurs einladen. Und dieser führt uns auf eine italienische Insel, die südlich von Rom im Mittelmeer liegt. Wir schreiben das Jahr 1941. Der Zweite Weltkrieg ist im vollen Gange. Unsägliches Leid überschwemmt die Länder. Der Tod zeigt sich als ein Meister von Deutschland. Auf der Mittelmeerinsel Ventotene sitzen drei Männer im Gefängnis. Mühsam sammeln sie Zigarettenpapier zusammen, was gar nicht so einfach ist im Gefängnis. Immer wieder stecken sie die Köpfe zusammen und schreiben auf das Zigarettenpapier. Nachts verstecken sie die beschriebenen Papierbögen, immer in Angst, die Aufseher könnten sie entdecken. Immer wieder treibt sie die Frage um, wie die beschriebenen Zettel unentdeckt aus dem Gefängnis herausgebracht werden können. Und dass eine der inhaftierten Gefährtinnen, Ursula Hirschmann, entlassen wird, bietet sich die Chance. Versteckt im Bauch eines gebratenen Huhnes kann der Text unbemerkt von den Aufsehern die Gefängnisinsel verlassen. Das, was Ursula Hirschmann unter großem persönlichen Risiko herausschmuggelt, trägt den Titel »Für ein freies und geeintes Europa«. Es wird später bekannt als Manifesto von Ventotene. Dieses Manifest ist einer der wichtigsten programmatischen Entwürfe für eine europäische Einigung. Ja, es wird zum Gründungsdokument für eine europäische sozialistische Linke. Und bei den drei Autoren handelt es sich um Spinelli, Coloni und Rossi. Das Manifest ist durchzogen von der Hoffnung, ein geeintes Europa könne Frieden bringen und die nationalen Egoismen überwinden. Konkret schrieben die drei damals Folgendes auf Zigarettenpapier. Ich zitiere: Die europäische Revolution muss sozialistisch sein, um unseren Bedürfnissen gerecht zu werden. Sie muss sich für die Emanzipation der Arbeiterklasse und für die Schaffung menschlicher Lebensbedingungen einsetzen. Liebe Genossinnen und Genossen, wenn wir über Europa reden, sollten wir das nicht vergessen. Es ist unser Europa. Es ist unser Europa. Und die Idee der europäischen Einigung ist eng verbunden mit der Geschichte des Antifaschismus. Die europäische Idee ist zutiefst eine linke Idee. Sie ist Teil unserer Geschichte. Und das Wissen darum, das sollte uns doch alle einen. Das ist unser Antrieb, wenn wir die Europapolitik der Regierung Merkel kritisieren. Und mit dieser Kritik sind wir nicht allein. Jürgen Habermas warnte in seiner Rede an der SPD vor einem deutschen Europa. Schließlich habe die deutsche Regierung aufgrund ihrer informellen Verhandlungsmacht im Rat die deutschen Vorstellungen durchgedrückt und den von der Krise besonders betroffenen Ländern die Kürzung aufgedrückt. Ich meine, die Regierung Merkel betreibt deutsche Großmachtspolitik. Diese Politik gefährdet aber den Zusammenhalt in Europa, denn wahre Europäer verzichten auf deutsche Großmachtspolitik und wahre Europäer verzichten auf ein Kürzungsdiktat. Denn das Kürzungsdiktat befördert Armut und Angst in Europa. In griechischen Krankenhäusern fehlt es an lebensnotwendigen Medikamenten. Schwangere müssen bezahlen, um überhaupt in den Kreißsaal reingelassen zu werden.
Doch das Kürzungsdiktat führt nicht nur zu sozialen Katastrophen, es ist auch volkswirtschaftlich kontraproduktiv. Wirtschaftskrisen löst man nicht mit Lohn- und Sozialkürzungen, denn genau diese verstärken die negative Spirale. Gerade in Wirtschaftskrisen heißt es, konkret anzukurbeln, und deswegen setzen wir auf ein sozial-ökologisches Zukunfts- und Investitionsprogramm. Das Manifesto von Ventotene ist ein historisches Dokument. Sicherlich mit unserem Wissen von heute, dem Wissen der Nachgeborenen, würden wir so manches anders formulieren. Doch vieles, was Kommunisten und Antifaschisten damals als Aufgabe für ein zukünftiges Europa geschrieben haben, ist bemerkenswert aktuell. Ich will nur eine Aufgabe zitieren. Spinelli schreibt einem geeinten Europa Folgendes ins Stammbuch. Die Solidarität darf keine karitativen Formen annehmen, welche den Empfänger demütigen. Man soll im Gegenteil eine Reihe von Maßnahmen ergreifen, die jedem bedingungslos einen angemessenen Lebensstandard ermöglichen, ohne indes den Anreiz zum Arbeiten zu verringern. So wird niemand mehr aus Elend dazu gezwungen werden, abwürgende Arbeitsverträge anzunehmen. Zitat Ende. Ob er damit nun die sanktionsfreie Mindestsicherung und das bedingungslose Grundeinkommen beschreibt, lasse ich mal offen. Ich glaube, so differenziert waren damals die Streitereien nicht, wie wir uns heute manchmal streiten. Aber eins steht fest, der Satz, niemand soll mehr aus Elend gezwungen werden, abwürgende Arbeitsverträge anzunehmen. Das liest sich wie eine Kampfansage, Kampfansage an das Sozialdumping, und das zu Recht, liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Genossinnen und Genossen, Bernd, Matthias, ich und viele andere sind von Anfang an bestrebt, dass wir als Partei gemeinsam handeln. Gemeinsame Handlungsfähigkeit ist eine wichtige Voraussetzung, um die Gesellschaft zu verändern. Und deshalb haben wir immer nach Göttingen in den Mittelpunkt gestellt, die Partei zusammenzuführen. Ich glaube, das ist uns allen in letzter Zeit ganz gut gelungen. Ich meine, so unter uns, da ist an der einen oder anderen Stelle auch noch ein bisschen Luft nach oben. Eine wichtige Grundlage für das gemeinsame Handeln ist zu wissen, was die Menschen umtreibt. Und deswegen haben wir Fokusgruppen befragt. Und da haben sie in Gesprächen einfach ihre Vorstellung von der Linken zum Ausdruck gebracht. Und eine der Aussagen, die dort gefallen ist, ist mir besonders aufgefallen. Eine 53-jährige Frau sagt über uns, die Linke, sie ist aus einer Ost-Nachfolgesystempartei hervorgegangen und einer westdeutschen Linken, die sich zusammengetan haben. Das ist eine schöne Melange. Keine Mauer im Kopf. Zitat Ende. Ist das nicht ein toller Eindruck, den wir da hinterlassen haben? Eine schöne Melange, keine Mauer im Kopf. Liebe Genossen und Genossen, lasst uns daran arbeiten, dass dieser tolle Eindruck, den eine potenzielle Wählerin von uns gewonnen hat, auch immer unsere alltägliche Handlung bestimmt. Ja, unsere Politik ist eine Politik der Einladung und des gemeinsamen Handelns. Wir sind die Partei ohne Mauer im Kopf. Immer wieder bekommen wir von SPD und Grünen zu hören, wir müssten uns bewegen. Wir müssten uns zu einer verlässlichen Europapolitik bekennen. Dagegen wäre ja an sich nichts einzuwenden. Die Frage ist nur, was ist eine verlässliche Europapolitik? Eine Politik, die Banken verlässlich rettet mit Steuergeldern und die Jugend Südeuropas verlässlich in die Massenerwerbslosigkeit entlässt. Das nenne ich nicht verlässlich, das ist nicht das Europa, was wir meinen, liebe Genossen und Genossen. Wie schrieb Theodor Adorno doch so treffend, zart wäre einzig das Gröbste, dass keiner mehr hungern muss. Was für eine Selbstverständlichkeit. Und doch bisher nur Theorie, wenn auch kritische. Leider erfüllt das heutige Europa diese Anforderungen nicht. Auch infolge der Kürzungen nimmt Hunger wieder zu. Auch in Athen wachsen die Schlangen vor den Suppenküchen. Und deswegen sagen wir ganz klar, wir kämpfen für ein Europa, in dem niemand hungern muss, in dem niemand in Armut leben muss. Wir kämpfen für ein Europa der sozialen Rechte. Stellt euch doch mal vor, es gäbe in jedem Land eine Mindestrente, eine Mindestsicherung, die sicher vor Armut schützt. Dafür lohnt es sich doch zu kämpfen.
Wir kämpfen für ein Europa, in dem im Leben von Männern und Frauen gleichermaßen Zeit ist. Für Erwerbsarbeit, Familienarbeit, politische Einmischung und Muße. Ja, ein erster, wenn auch nicht ausreichender Schritt dafür könnte heute bereits auf EU-Ebene getroffen werden. Bereits heute hat die EU die Kompetenzen über Arbeitszeitverkürzung. Wir könnten festlegen, innerhalb von Europa die maximale Wochenarbeitszeit darf 40 Stunden nicht überschreiten. Ja, der Kampf um Arbeitszeitverkürzung ist ein alter Kampf, aber wir lassen da nicht locker, weil es geht um unsere Lebenszeit und die ist uns verdammt kostbar. Als ich mit Gabi Zimmer und Cornelia Ernst bei einem Treffen von linken Parteien war, erzählte uns der Vorsitzende der schwedischen Linkspartei, ihre Kampagne steht unter der Überschrift Not for Sale, nicht zum Ausverkauf. Ja, ich finde, das politische Geschäft muss sich unterscheiden von einem Schnäppchenladen, wo permanent Ausverkauf herrscht. Es gibt Dinge, die dürfen einfach nicht zum Ausverkauf stehen. Das Gesundheitswesen, das Sozialmenschen, die Natur, die Menschen, all das ist not for sale, all das steht nicht zum Ausverkauf. Liebe Genossinnen und Genossen, wir kämpfen für ein Europa der Umverteilung. Ein erster Schritt dahin ist eine europaweite Millionärsabgabe. Und hier verbindet sich für uns Kommunal- und Europapolitik. Ja, die Länder und die Kommunen brauchen mehr Geld, damit die Menschen in den Krankenhäusern, in den Kitas, bei der Feuerwehr einfach ihren Job nur gut machen können. Und dieses Geld muss irgendwo herkommen. Deshalb wollen wir die Millionäre zur Kasse bitten. Für uns steht fest, wer Europa will, der muss es den Reichen nehmen. Liebe Genossinnen und Genossen, das Manifesto von Ventotene endet mit den Worten: Der Weg, der uns erwartet, wird weder bequem noch sicher sein. Wir müssen ihn jedoch beschreiten und wir werden es tun. Ich glaube, die vor uns liegenden Wahlkämpfe und Kämpfe um ein soziales Europa werden auch nicht bequem. Aber sicherlich werden wir dabei auch Anlass zur Freude haben. Ich glaube, spätestens am Wahlabend, wenn klar wird, dass die Linke in Europa die drittstärkste Kraft im Parlament ist. In diesem Sinne voran zu einem demokratischen, einem sozialen, einem ökologischen Europa, einem Europa des Friedens und der sozialen Rechte und im Sinne des Manifests von Ventotene voran zu einem eines Tages vielleicht auch sozialistischen Europa. Vielen Dank.